Ja, gerade in Singapur angekommen. Singapur soll ja der schönste Flughafen der Welt sein. Zumindest wurde der mal als schönster Flughafen gewählt. Ja, zumindest sehr grün. Ich hatte kurz überlegt, ob ich direkt zur Bahn gehe oder ob ich nochmal hier eine Runde laufe. Wir haben es jetzt 16 Uhr. Mein Flug hat ein bisschen Verspätung gehabt. Aber ich glaube, da drüben den Wasserfall, den schaue ich mir noch an. Ja, und so schnell geht's. Zack, habe ich mich verlaufen. Der Flughafen ist eher ein großes Einkaufszentrum. Ja, gar nicht so einfach. Jetzt sitze ich in der Bahn Richtung Stadt und alle Touristen waren erstmal irritiert, weil es gab nur ein Ticketautomat für diese Bahnlinien. Und alle Touristen versammelten sich erstmal um diesen einen Ticketautomat, der auch nicht funktioniert hat. Ja, und dann hat halt eine Angestellte erklärt, dass man einfach seine Visakarte vor die Drehkreuze halten sollte. Und dann gehen die auf, man kann in den Züge einsteigen. So, dann schauen wir uns doch mal den Umrechnungskurs an zum Euro und zum Singapur-Dollar. Für 1 Euro bekomme ich 1,42 Euro Singapur-Dollar. Ja, der Euro hat abgekackt gegenüber dem Singapur-Dollar. Das heißt, ja, seit Jahresanfang 7,5% weniger wert. Ja, naja, wie gesagt, das ist ja beim Euro zum Dollar ähnlich. Ich glaube, da sind es ja 10-15%. Damit muss ich jetzt leben, dass der Urlaub etwas teurer wird als geplant. Aber wird schon. So,